vorgestellt. Battle Royale Tycoon. Ja, wie ich habe von Endless Games, hießen sie, glaube, ein Key bekommen, um dieses Spiel einmal vorzustellen, das noch in Entwicklung ist. Und es geht darum, dass man halt eine Arena für Duelle bereitstellt, wo man ein ganzes, ja, Schießstände macht, Arenen macht verschiedener Arten, wo ja eins gegen eins gemacht wird, etc. Das ist das Spielprinzip und man muss es halt managen. Ja, schauen wir mal rein. Ich hatte schon mal hier kurz reingeguckt, damit ich wenigstens ein bisschen Ahnung habe, ob es funktioniert beim Aufnehmen. Ja, hier haben wir jetzt, ja, machen wir mal Ass-Reiter-Liga, so heißt es, glaube ich, auch bei Avarion. Dann machen wir das hier auch mal. So nennen wir unseren Park oder wie man das auch nennen will, weil so ein bisschen sieht es so aus wie ein Park, ne? Jo, baue das Gebäude Schießübungsanlage. Das ist gefragt. Hallo und willkommen in deinem Park. Hier haben wir das Tutorial. Ja, das ist klar. Jetzt, wir müssen ein Gebäude platzieren. Hier blinkt es schon weiß, dass wir das nehmen. Hier sollen wir das Gebäude in dieser Größe aufziehen. Schon ist es da. Das ist das Gebäudefenster. Schießübungsanlage ist das und... Also, das kann ich verschieben, wenn ich das hier rüber so mache. Alles klar. Okay, das sind die Gebäudeanforderungen. Eingang, Ausgang brauchen sie. Zielwahlen, Gegenstand, Slot und Arbeiter. Okay. Das steht immer in diesem Fenster. Cool. Da gucken wir mal. Hier soll eine Tür hin. Die ist schon ausgewählt. Der grüne Punkt zeigt wohl, dass es jetzt hier unten die Tür ist. Bitte folge... Okay, da muss ich wohl erst hier oder was... Ne, was soll ich machen? Lass uns den Eingang platzieren. Ja, habe ich doch gemacht, okay. Platziere nun den Ausgang. Du kannst ihn mit R oder mittlere Maustaste drehen. Aha, der rote Button ist dann der Dingens. Den müssen wir drehen, also muss er wohl nach da. Jetzt brauchen wir eine Zielbahn, die wir hier aussuchen. Und dann bauen wir die da rein. Okay, ich denke mal, so ist schon richtig. Und zuletzt benötigen wir Gegenstandslots für die Waffen. Die gibt es dann wohl hier. Haben wir auch. Gut, unsere Schießübungsanlage ist fertiggestellt. Wir brauchen nun Arbeiter und Gäste bedienen. Zu bedienen. Unsere Gäste, die unsere Gäste bedienen. So heißt das Ding. Gut. Das Arbeiterfenster gibt es hier unten. Und stelle 6 Arbeiter ein. So, haben wir. Eingestellte beginnen als Verlader. Die Gegenstände zwischen den Gebäuden bewegen. Okay, Träger sind das sozusagen. Du kannst die Kamera bewegen, indem du das Maus an die Ecken bringst, also so, oder indem du WASD drückst. Ja, okay, WASD ist vielleicht ganz praktisch. Vergrößere die Ansicht mit Plus, Minus oder dem Mausrad. Machen wir mal Mausrad. Aber wir sind schon in der höchsten Zoom-Stufe drin. Alles klar. Du kannst auch die Zeit mit den Tasten 1, 2, 3 steuern. 1, 2, 3, okay. Und wie geht Pause? Keine Taste oder was? Na, lass laufen. Gut. Nachdem wir nun eine Arbeit eingestellt haben, weisen wir einen von ihnen einen Schießübungsplatz zu. Da blinkt es schon weiß, also haben wir jetzt alles hier erfüllt. Und dann im Gebäude squeezen. Er wird die Zielbahn einrichten und die Gästen ihre Waffen aushändigen. Okay. Lass uns ein paar Waffen für unsere Gäste kaufen. Öffnen das Waffenfenster. Kaufe 5 Pistolen. Sind das auch Pistolen? Das sind Schrotflinten. 5 haben wir. Können wir wohl zumachen. Unser Verlader bringt nun die Waffen zu den Gegenstandsplatz der Schießübungsanlage. Okay. Ja, hat er gemacht. Wir brauchen nun einen Ort, an dem wir die anderen Waffen einlagern können. Wähle das Lagerhaus. Okay, hier unten ist das ausgewählt und da ist das Lagerhaus. Platziere aus einer markierten Stelle. Okay, haben wir. Lass uns eine Warteschlange zum Eingang unserer Schießübungsanlage hinzufügen. Wähle die Warteschlange aus. Okay. Platziere es an der markierten Stelle. Wähle nun die Bodenplatte aus. Und platziere es an der markierten Stelle. Öffne die Schießanlage. Naja, komm, ich möchte ja jetzt wenigstens noch da rein, ne? Und hier müssen wir vielleicht auch noch was machen. Machen wir noch mal ein bisschen länger hier gerade. Dann können die auch rüberlaufen. Gut. Dann sollen wir dann öffnen. Machen wir mal.
Alles ist bereit, unsere Gäste treffen langsam ein. Sieh zu, wie sie sich in den Schießübungsnah anstellen. Okay. Das war noch ein Verlader. Noch ist niemand da. Da kommt der Erste. Okay, der geht schon mal in die falsche Richtung. Hier ist zum Anstellen, mein Guter. Macht er jetzt auch. Okay, er freut sich schon irgendwie. Schießt. Freut sich. Okay. Hat gut geklappt. Der war zufrieden, ist gegangen. So, damit sind unsere Gäste beschäftigt. Unsere Gäste haben auch Bedürfnisse. Wir müssen diese Bedürfnisse befriedigen, da Gäste in den Park sonst unglücklich verlassen. Ein Essensstand soll man haben. Jetzt eine Burgerbude bauen. Haben wir. Und platzieren nun einen Getränkestand an der gleichen Stelle da oben neben also. So, wunderbar. Und schließe eine Toilette für ihre Blase. Die gibt's auch hier. Die soll so groß werden. Läuft, ne? So. Platziere einen Ausgang und zwei Toiletten. Das Fenster können wir wegmachen. Der Eingang ist hier. Kann ich irgendwo sehen, wie das aussehen soll? Ne, ne? Dann machen wir den Eingang hier hin, oder was? Eingang. Also das da unten ist ja... Dann machen wir hier den Eingang hin, ne? Haben wir, und der Ausgang kommt dann an die andere Seite. Passt. Zwei Toiletten noch. Die müssen wir drehen. Ist das so richtig? Oder da? Ne, da, ne? Geht nicht. Ah, okay, ich war zu hoch. Passt. Schön, wie man da reingucken kann. In Ordnung. Jetzt ergänze die Gebäude mit einer Warteschlange. Wie auf Toilette müssen wir auch eine Warteschlange haben. Ist ja krass, ne? Länger oder reicht so? Komm, eine machen wir noch. Und dann machen wir hier noch eine Platte für eine Bodentoilette für den Toilettenausgang hinzu. Ja, machen wir so, ne? Dann passt das, oder? Na, ist ein Getränkestand zu und öffnet drei Gebäude. Jetzt muss ich Arbeiter hinzufügen. Rechtsklick habe ich gelernt, ist das Ausmachen. Ja, können wir gleich öffnen. Einen hinzufügen, öffnen, passt. Und den Toiletten kann man keinen Arbeiter hin. Gäste anwesend, Warteschlange, okay. Müssen wir nur öffnen, da macht keiner sauber oder so. Okay, alles klar. Okay, unsere Gäste werden nun glücklich sein, alle Bedürfnisse befriedigen können. Genau, bestimmt. Waffen mit ihrem Einsatz eine Robustheit. Lass uns eine Werkstatt bauen, um sie zu reparieren. Gut, dann bauen wir eine Werkstatt. Die wird hier sein. Der Hammer ist es. Wow, eine Werkstatt. Platziert den Ausgang, zwei Werkbänke und Schlutz. Zwei Arbeiter. Ja, wo machen wir die hin? Hier neben, oder? Werkstatt. So soll sie wohl reichen, sonst wird die Zahl nicht weiß werden, oder? Passt wohl. Passt wohl. Was brauchen wir? Zwei Werkbänke, vier Gegenstandslots. Zwei, drei, vier. Und stelle zwei Arbeiter ein. Bau eine Werkstatt, platziere den Ausgang. Einen Ausgang müssen wir noch platzieren. Wenn die Schrift nicht wäre, könnte man auch sehen, wo der Ausgang ist oder der Eingang. Passt, ne? Haben wir? Achso, Arbeiter 2 oder was? Ja. Passt. Läuft. Jetzt können die arbeiten und reparieren die Waffen. Ja, super, läuft, oder? Das können wir hier, glaube ich, auch zumachen. Da sind schon ein paar Patronen. Er baut wieder auf und der nächste ist dran. Super, läuft. Wir brauchen mehr Verlader. Öffnen wir das Arbeitsfenster. Anfänger, alte Arbeiter werden automatisch eingestellt, wenn sie ein Gebäude zum... Okay. Eins, zwei... So, warte, steht gar nicht wie viel, ne?
5. Gut. So, jetzt müssen wir eine Arena errichten. Das heißt, dieses Fenster kann zu. Können wir momentan nur die Duell-Arena bauen. Wähle sie aus und errichte sie. Arena-Duell. Gut. Also. Jetzt muss ich die errichten, aber wo baue ich die hin? Hier oben oder da oben oder wo? Ich glaube, wir machen mal hier. So, da muss eine Warteschlange vor sein. Dann können wir das mal hier machen. Bisschen größer, oder? So, oder? Ja, machen wir mal. Platziere Eingang und Ausgang. Machen wir den Eingang hier oben hin und den Ausgang unten, oder? Passt. In der Duellarena werden Duelle zwischen zwei Gästen ausgetragen. Platziere beide Spawn-Positionen. Ja, einer spawnt hier oben und einer spawnt da unten dann, ne, oder? Unsere Gäste wird eine vollkommen leere Arena nicht gefallen. Platziere also ein paar Mauern oder Brustturm. Ja, zack. Machen wir mal so, oder? So. Hier noch. Und da auch noch. So sehen können die sich schon mal nicht. Und dann machen wir hier noch ein paar Brusthohenmauern dran. Vielleicht war das jetzt zu weit, weiß ich nicht. Ja, da können wir noch was machen. Da noch was. In der Hoffnung, dass sie sich treffen können, ne? Ich hoffe, dass die durch so eine Lücke durchpassen. Oh, es sind 25 Gäste im Park. Erstes Feature. Du siehst, ist unser Arena-Aufbau nun ausgeglichen. Wo sehe ich das mit ausgeglichen? Zwei Gegenslandslots brauche ich jetzt noch. Einen da und einen da, oder? Und Arbeiter werden noch verlangt. Okay, die bringen schon Klamotten dahin. Aha. Waffentyp. Den sollen wir ändern auf Gewehre. Aha, okay. Unterhalte vier Gäste, achte darauf, Gewehre zu kommen und eine Warteschlange einzurichten. Steuere die Zeit mit 1, 2, 3, 4, okay. Waffen gab es hier unten. Gewehre. Jo, haben wir jetzt zwei Gewehre, ne? Oder reichen zwei? Weiß ich nicht. Das ist jetzt die Frage, ne? Komm, machen wir zwei Reserve, ne? Dann haben wir das. So, die Warteschlange fehlt uns auch noch. Und den machen wir jetzt sofort erstmal. Geht das schon dahin? Ich glaube ja, ne? Ah, das letzte vielleicht nicht mehr, ne? Komm, dann machen wir weg. Den zerstören wir ja nochmal. Und den vielleicht auch nochmal. Und dann machen wir da die anderen Platten hin, weil wir wollen ja hier rein und raus, ne? So, passt schon, oder? Ja, so ist doch cool, oder? Da stehen sie an der falschen Stelle. Und ich glaube, wir können es aufmachen dann, oder? Wieso stehen denn da hinten an der Wand? Achso, da kommt schon der erste und jetzt duellieren die sich. Okay. Durchkommen tut er schon mal überall, das ist schon mal gut. Beide haben eine Pistole. Ich denke, die wollen mit Gewehren schießen. Okay, er hat gewonnen. Geht das über mehrere Runden oder was?
Ja, der ist ja der coole, ja. Ach so, die beiden sind schon fertig. Warum haben die zwei und drei? Also drei Zeichen, zwei rot und ein grün, das versteht keiner. Jetzt kommen wieder Pistolen zum Einsatz, aber wir hatten doch auf Gewehre umgestellt, oder bin ich jetzt irgendwie falsch unterwegs? Hier steht doch Gewehr, oder? Und Gewehre sind auch da. Ja, keine Ahnung, warum die das machen, aber jetzt erstmal egal. Okay, da wurde noch sauber gemacht. Passt also. Und bis der fertig ist, dauert das. Das bedeutet, wir bauen da mal vielleicht noch einen zweiten. Also bauen nicht, sondern wir setzen mal einen zweiten Arbeiter ein, damit das vielleicht schneller geht. Okay, der bringt jetzt die Waffen nach da hinten und der dahin und läuft. Gucken wir mal, wie weit die werden. Sieht ja einigermaßen cool aus, weil haben eine Waffe. Und da schießen sie sich schon. Und der Grüne hat diesmal gewonnen. Und jetzt zweite Runde. Da wird wieder geschossen. Und der Grüne ist Sieger. Zwei Runden für den Grünen und das ist gewesen. Wir haben vier Gäste glücklich weitergebracht, oder wie sehe ich das? Aha, jetzt geht's ums Labor. Das müssen wir dann auch noch bauen wohl. Okay. Ja, wo bauen wir das Labor hin? Gute Frage, ne? Aber es sieht schon so aus, als ob das hier vielleicht keine schlechte Stelle wäre, oder? Wie groß muss denn das? Ach so, das ist ja wieder hier so ein Zeichen da dran. Das ist zu klein wohl. Dann reicht das wohl. Machen wir einen Ein- und Ausgang. Haben wir. Und da ist wieder irgendwas passiert. Öffne das Forschungsfenster. Und capture the flag. Was wird das sein? Machen wir. Ist schon drin. Gut, läuft. Je mehr Arbeitsplätze du hast, desto schneller ist die Forschung. Okay, ihr weißt, wenn du den Pack bereitest. Okay. Falls du Hilfe brauchst, folge den Anweisungen. Alles klar. Ja, das bedeutet, wir müssen jetzt hier noch zwei. Oder wir können noch eine Werkbank mehr machen. Und können dann drei Arbeiter einstellen, ne? Und dann, da geht es automatisch los, oder wie sehe ich das? Okay. Und wir möchten da natürlich vielleicht noch so machen. Läuft, die sind am Forschen. Arena, oh, stehen an wie bekloppt. Das bedeutet, man müsste mehr haben. Müsste also schon erweitern. Okay, die betteln sich ordentlich hier. Der untere hat gewonnen. Oder linke. Zweite Runde. Ah, Maschinengewehre sind jetzt auch da. Das gewinnt immer der gleiche, oder wie sehe ich das? Na super. Ah, nee, da war jetzt 1-1. Gibt es da eine dritte Runde? Nee, unentschieden ist unentschieden, alles klar. Jetzt frage ich mich nur, warte mal, kann man hier Pause mit der Leertaste machen? Nee, kann man nicht. Ist nur doof, dass der jetzt weg ist. Weiß gar nicht, war der das gerade? Einstellungspistole, nein, 2 ist 1. Restbeliebigkeit. Schießübungsanlage, okay. So langsam werde ich müde. Na, okay, da kann man essen, trinken. Was das ist, weiß ich nicht. Toilette wahrscheinlich. Waffe und das untere. Keine Ahnung, was für Symboliken das hier sind. Okay, da kann man dann umschalten auf was er gerade gedacht hat, ne? Ah, das Gebäude-Arena-Duell sieht ziemlich farblos aus. Alles klar. Da muss man dann noch was bunt machen oder sowas. Kann man das denn anpinseln irgendwie so? Ach so, Spaß. Schießstand. Duell. Labor, Werkstatt, Lagerhaus? Nee. Das ist also nicht das, was. Ach, hier war das. Arena-Duell. Ach so, ja, warte mal. Wir müssen ja hier erst wieder reingehen. Ach so, und dann kann man hier noch was reinmachen. Ach so, da kann man hier so eine Medikit reinbauen, alles klar.
Okay, dann machen wir da mal da eins hin. Und dann wird das vielleicht besser. Das könnte natürlich sein, dass man sowas noch alles da reinmachen kann. Blendgranate. Machen wir mal hier eine Blendgranate hin und da eine Blendgranate hin. Gucken, ob die es auch aufnehmen dann, ne? Leitkegel, Flasche, Mast, Kiste, Fass, Flagge. Keine Ahnung, wofür das gut ist, aber wir testen es jetzt mal, indem wir einfach weiterlaufen lassen. Wenn es denn dann geht. Leertaste ist es nicht. Also Medikits haben wir ja zwei und zwei Blendgranaten haben wir. Gucken, ob die das auch alle benutzen. Also das Sauermachen dauert schon sehr lange. Das ist schon zu überlegen, noch mehr Leute einzustellen, damit es hier vorn geht bei der Schlange, ne? So, jetzt holen die Waffe aus dem Slot da. Und bringen das dahin und dahin. So, und zwei rücken auf. Gehen an ihre Plätze. Und dann gucken wir mal, ob die Blendgranaten diesmal genommen werden. Ja, werden genommen. Aber die werden nur da genommen, wo es ist, oder was? Okay, der erste hat gewonnen. Aber Medikits werden nicht benutzt, oder wie? Doch, hat er genommen. Diesmal hat er ein Medikit genommen und dadurch gewinnt er jetzt auch. Alles klar. Er hat sich ein zweites Medikit geholt. Der ist aber schlau, ne? Respekt. Medikits sind auch wieder da. Blendgranaten haben jetzt wirklich nicht gebracht. Ah, wir haben jetzt nicht mehr zwei rote Kreise, sondern nur noch einen gehabt und zwei grüne. Also es ist besser geworden. Okay, das hat funktioniert. Ja, das ist unser Eindruck von dem Spiel. Wir müssten mehr bauen. Forschung, weiß ich nicht, wie weit sind die? Die sitzen noch so hier, als ob sie noch forschen würden. Ja, ist auch noch so. Ja, da muss man dann halt Forschung vorantreiben, gucken, wie es ist. Ja, ein bisschen schauen, was man hier alle so machen kann noch. Die beiden laufen wieder los. Was hat er für ein Problem hier, dass er da so steht? Pistole, Duell, 1 gegen 1. Okay, die Blendgranate wurde da gerade reingeschmissen, hat aber jetzt nicht so wirklich was gebracht, ne? Okay, der hat sich das Medikit geholt und hat gewonnen. Sehr interessant. So, nächste Runde. Waffen sind automatisch da, oder wie sehe ich das? Okay, er hat sich die zweite Runde verdient durch das Medikit. Okay, die Waffe ist fertig. Jetzt ist die Frage, was passiert? Waffen haben wir keine, oder? Doch, da oben ist die erste Waffe hin, aber die wird gerade abgeholt zum Reparieren. Eine neue wird gebracht, okay. Und unten links ist auch eine kaputte, also bringt das auch nichts. Da ist auch so ein Verlader jetzt, der die holt. Und der andere bringt eine neue, alles klar. Das bedeutet aber, man müsste vielleicht gucken, dass man da zwei Slots hat, oder? Kann das sein? Damit man eine Reserve hat. Okay, das muss man aber alles bedenken, wenn man dieses Spiel spielt. Man muss es weiter ausbauen, man muss die Forschung vorantreiben, nicht vorbeibringen. Es wird noch weitere Dinge geben, die man dann mal gucken muss, wie die dann alle aussehen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir da wahrscheinlich noch eine zweite Vorstellung von machen, wo wir dann die anderen Sachen uns auch angucken. Aber für diese Runde soll es dann erstmal reichen. Der erste Eindruck ist geweckt. Ihr habt gesehen, was man machen kann. Müsste man halt managen, das Ganze. Ein bisschen sieht man hier, wie sie rumballern. Lauter Patronenhülsen sind. Ja, die Bänder sind nicht ganz dicht. Da muss der Entwickler noch ein bisschen dran arbeiten. Hatte ich schon gesagt, das Endless Game... Endloop? Nee, weiß ich jetzt gar nicht. Der Entwickler hat mir den zur Verfügung hergestellt, den Key, da bedanke ich mich ganz recht herzlich für und ja, wir gucken der Entwicklung weiter positiv entgegen. Ich denke mal, das ist nicht schlecht, was hier läuft und naja, vielleicht kann man noch ein paar Gimmicks einbauen, aber wie gesagt, es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Gut, okay, dann sage ich bei euch ganz recht herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Schaut in die anderen Projekte auch rein und würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dann, tschüss!